Moin, moin, liebe Mats, aber jo, es ist Karnevalzeit und da kann man auch ein solches Spiel wie das heutige in München nur mit Humor nehmen. 0-8 bei den Bayern, da ist der HSV und sein Anhang mit den größten Hoffnungen nach München geflogen und gefahren. Und dann ein solches Desaster. Also mich macht das Ganze fassungslos, aber vielleicht kann man das doch nur mit Humor ertragen. 0-8, vorher in 20 Spielen, gerade mal 22 Gegentore und jetzt alles versaut. Wir wollen über dieses Debakel sprechen und haben uns dazu wieder zwei Gäste eingeladen, die natürlich auch mit hängenden Ohren hier sitzen, weil was soll man alles erzählen nach so einem Spiel? Mich macht das wirklich sprachlos und fassungslos und es haut mich dahin. Wie die anderen jetzt darauf reagieren, werden wir in Kürze erfahren. Neben mir sitzt der Medienboss des Hamburger Fußballverbandes und auch der stellvertretende Geschäftsführer Carsten Biernetzki, in seinem ersten Leben früher ein sehr, sehr guter Zweitligaschiedsrichter und auch Bundesliga-Linienrichter. Carsten, schön, dass du da bist. Vielen Dank. Noch brauchst du nichts sagen. Wir kommen zu Dennis Dickmeier. Jedem bekannt, muss man auch nicht groß vorstellen. Dennis sitzt hier noch mehr mit hängenden Ohren und würde eigentlich am liebsten auf der Stelle auf und davon, aber du musst da jetzt durch. Ne? Mitgehangen, mitgefangen, wollte ich ja sagen. Aber ist egal. Umgekehrt. Und neben ihm Scholle, der sitzt doppelt mit hängenden Ohren. Der hat sich hier in der Umgebung erstmal eine 0-1 Niederlage abgeholt und dann diese 0-8 Klatsche. Also Scholle, für dich ist dieser 15. Das 1-3 der Februar also, bisschen noch nicht mit aufgezählt. Die haben auch noch verloren leider. Ja. Und der Ninofer Jung Francis Adom hat leider unglücklich ins falsche Tor getroffen. Also, ja, also es kein Tag alles für mich zusammen. Als Ninofer. Und Dennis ist ja auch Ninofer übrigens. Ne? Insofern für 14. uns Ninofer. 14. Februar haben wir erst. Ja, genau. 14. Februar ist heute, ja. Ja. Ja, Carsten, dein Fazit nach einem solchen miesen Auftritt. Ich habe ja das 2-9 damals live erlebt und ich habe wirklich mit allem gerechnet. Ich habe allerdings nicht gedacht, dass es nochmal so schlimm kommen kann. Und ja, man hat halt gesehen, dass die Bayern doch in einer ganz anderen Liga spielen und das ist nicht eine Klasse, das sind zwei Klassen Unterschied gewesen. Und das muss man wohl im Moment so akzeptieren und hinnehmen. Wie du schon zu Anfang gesagt hast, ist es natürlich ganz bitter, dass jetzt das Torverhältnis vielleicht nochmal irgendwann sehr wichtig wird. Für den HSV sehr negativ aussieht. Also dass selbst Paderborn und Hertha die HSV am Morgen überholen können. Das muss man mal abwarten. Ich glaube, jetzt muss man sich zusammensetzen und vielleicht doch nochmal über Umstellungen nachdenken. Umstellung in welchem Bereich? Naja, ich denke, dass heute einige überfordert waren. Ne? Und ich, also du meinst Spieler jetzt Spieler, auch, du sprichst ja, noch nicht über den Trainer? Oder? Nee, ich meinte Spieler, okay. Ja. Und da glaube ich schon, dass wenn man Oschalek oder andere vielleicht dann nächstes Wochenende gleich von Anfang an spielen lässt, dass man vielleicht anders rangehen kann. Dennis, du warst beim legendären 2-9 auch dabei. Nicht als Zuschauer, sondern auf dem Platz. Hast du dir vorstellen können, dass es noch mal schlechter oder noch mal schlimmer wird für den HSV? Ja, ich fühle mit den Jungs. Ich kenne das, wie du schon gesagt hast, von damals mit 9-2. Das war ja ein grausamer Tag. Und natürlich will einfach jeder nur noch vom Platz und ab nach Hause. Ne? Weil sowas ist natürlich hart, so eine Niederlage. Und das tut auch richtig weh. Aber ich glaube, das Wichtigste ist jetzt erstmal, dass wir in den nächsten Tagen uns wieder berappeln und uns dann auf Gladbach konzentrieren, weil das wird sehr wichtig sein. Wie war kann das man beim... Achso, schön. Kann man das einfach, ja, du kannst es gleich, Scholle, kann man das einfach so um aus den Kleidern schütteln, umschalten und alles? Ich sage also, so ein 8-0 oder wie damals ein 9-2 ist natürlich schwer, aber das musst du als Fußballer, du musst jetzt das... natürlich nochmal nachanalysieren, aber dann so schnell wie möglich abhaken und dich aufs nächste Spiel konzentrieren und die Woche hart arbeiten, gut arbeiten und dann ein gutes Spiel gegen Gladbach abliefern und da wieder Punkte holen. Scholle, bitte noch einmal. Dennis, und was mir dazu einfällt, möglichst wenig Zeitung oder gar keine Zeitung lesen?
Ja, das ist ja jeder immer anders, ne? Welche lesen Zeitungen, welche machen das nicht, ne? Aber natürlich wird ja nach so einem Spiel jetzt viel geschrieben, das ist klar. Ja. Scholle. Ja, gibt ja auch viel zu schreiben. Wolltest du Dennis jetzt nochmal? Ja, ich wollte mal fragen, wie es denn auf dem Platz ist, wenn du das 0-4, 0-5, 0-6. Da geht ja natürlich klar. Man weiß eigentlich gegen Bayern nach dem 0-1, 0-2 schon, dass man das Spiel wahrscheinlich nicht mehr gewinnt. Oder ja, vorher weiß man ja schon. So 1-2, 3-0 siehst du ja auch heute bei Leverkusen-Wolfsburg. Die Leverkusener sind auch nochmal wiedergekommen, haben dann natürlich am Ende dann noch verloren. Aber das eine ist Leverkusen, ja, die zurückkommen, und das andere ist Wolfsburg. Also das sind nochmal ja, na klar, auf beiden Seiten eine Klasse weniger. Na klar, aber spielst gegen Bayern, bist dann 3-4-0 im Rückstand, das ist natürlich bitter und da weißt du auch, es wird schwer wiederzukommen und natürlich spielt das in den Köpfen ab, das haben wir auch gesehen, so die ersten Minuten fand ich eigentlich, haben wir es ganz gut gemacht, dann kriegen wir den Elfmeter und dann war es natürlich schwer, dann kam ein Tor nach dem anderen, ne? Und ja, aber wie gesagt, man braucht heute nicht mehr groß über das Spiel reden, das ist natürlich für uns alle scheiße gelaufen. Will man dann nur noch in die Kabine immer nach dem 0-5, 0-6, 0-7? Ja, na klar, wenn du siehst, ich glaube, da stand es 6-0 und da waren noch 30 Minuten zu spielen. Ne? Das und Ribéry kam noch. Ja, Ribéry kam noch zum Beispiel und sowas ist natürlich, ja, das ist einfach scheiße, das kann man sich einfach vorstellen. Du siehst klar. Das und dann hoffst du einfach nur, dass das Spiel vorbei und ja, dann will man das so schnell wie möglich auch wieder gut machen. Ne? Und dafür müssen wir natürlich jetzt gut arbeiten und dann nächste Woche wieder eine Gutmachung gegen Gladbach. Scholle, ja. Ich hatte das Gefühl, dass nach 2 Siegen in Hamburg schon alles wieder Kopf stand. Es gab so viele Optimisten hier. Also ich habe heute mit einem Wettbüro gesprochen, die haben so viel Einsätze wie noch nie auf einen HSV-Sieg gegen die Bayern gehabt. Die also so weil die Quote war natürlich sensationell. Für 1,27 Euro oder für 10, 270. Das ist natürlich sensationell. Aber mir war das alles schon zu euphorisch, muss ich sagen. Hattest du nicht auch das Gefühl, dass das hier zu viel geträumt wird? Also jetzt ganz ehrlich nicht. Also habe ich nicht gedacht, weil ich habe schon das Gefühl gehabt, dass ganz offen darüber gesprochen wurde, dass der Fußball, der gespielt wurde, nicht gut war, dass der Fußball nur effektiv war, also im Ergebnis. Und dass man auch wusste, dass man in Paderborn Glück hatte, dass man wusste, dass man hier zu Hause Glück hatte. Also ich hatte nicht das Gefühl, dass da jetzt schon wieder zu sehr über das Ziel hinausgeschossen wird, zumindest nicht bei den Verantwortlichen, also nicht beim HSV selbst und auch nicht im direkten Umfeld. Jetzt, ich fand auch von Medienseite her, fand ich jetzt keinen Hype da in irgendeiner Form vor, sondern ich fand schon, dass man wusste, wo es herkommt, man wusste auch, dass man jetzt nach München fährt und man wusste auch, dass man da nichts holt. Ich tippe ja immer auf Sieg, macht sonst keinen Spaß, das habe ich schon mal erklärt, aber auch vor diesem Spiel habe ich es im Blog dann tatsächlich mal geschrieben, dass man wenig Grund zum Optimismus haben kann, wenn man nach München fährt. Das ist dann natürlich so bitter und übel in die Hose geht mit 0-8. Klar, das ist dann doppelt und dreifach hart. Andererseits ist es doch auch Schnuppe, ob du da jetzt am Ende 0-5 oder 0-6 verlierst oder 0-8 verlierst. Weil verlieren, ja, ne, das wird dir jeder Trainer sagen, lieber einmal 0-8 als viermal oder fünfmal 0-1. Aber das ist so ein blöder Spruch, nein, den kann ich überhaupt nicht mehr 0-8, hören, muss ich sagen. 0-8 gerade in der jetzigen Phase, die der HSV zu durchlaufen aber hat. Aber wenn sie 0-3 verlieren, sie verlieren 0-3, dann sagen das alle, wäre besser gewesen, weil ich jetzt 0-3 getippt habe. Ja, gut, das ist für dich besser, aber ich finde es fast noch besser am Ende für das kommende Wochenende. Ja. Weil du bist deklassiert worden einmal wieder in München. Du bist richtig einmal langgezogen worden. Es gab auch einige Personalien, die heute von Zinnbauer umgestellt wurden. Das hätte ich dich jetzt sofort gefragt. Noch. Ja, also ich war sehr überrascht, dass er einen Rajkovic rausgenommen hat. Also für mich immer noch einer der solidesten Spieler bislang. Ja, bester Zweikämpfer. Bester Zweikämpfer. Und vielleicht hat er gesagt, okay, ich will den nicht verheizen. Ich möchte den so stark und so mutig behalten und opfere ihn nicht im Spiel. Das würde mich überraschen. Wenn das glaube ich auch nicht, dass er es gemacht hat. Aber es kann ja nur bedeuten, dass er nächstes Wochenende wieder auf das alte Duo Giroud und Rajkovic setzt, weil ohne das Heiko Westermann hat jetzt ja nicht das Spiel verloren. Das haben die Außen hatten einfach überhaupt keine Chance gegen Ribéry zweite Halbzeit nicht, gegen Robben erste Halbzeit. Das war ja, oder bis zu seiner Auswechslung. Ja, Robben, der hat ja alles kaputt gemacht, was da irgendwie auf dem Platz mit dem HSV-Logo rumlief. Der hat ja alles zerstört. Ja. Das ist ja eine Walze, der macht ja alles kaputt. So, und da hat er auch Ronny Marcos heute natürlich einmal komplett rausgenommen und ja gut, Ronny Marcos weiß jetzt, was Bundesliga-Fußball ist und ja. Einige andere auch. Ich hoffe, dass man nicht nur Bundesliga, das ist was Weltklasse-Fußball. Also muss man mal sagen, was Robben heute gebracht hat, das ist... Ja, absolut. Ja, und trotzdem hat es der HSV ja immerhin geschafft, und da war Dennis noch dabei, ein 0-0 im Hinspiel zu erreichen. Dennis, wenn du dich erinnern magst, wie habt ihr das geschafft damals? Ja, das Spiel...
Ja, da waren wir sehr aggressiv. Wir waren sofort da, sind voll raufgegangen. Ich glaube, wir haben sehr viele, also wir haben sehr viele Zweikämpfe gewonnen und waren einfach da. Und es war riesen Körpersprache auf dem Platz. Und so konnten wir das Stadion mitreißen. Und das wurde einfach zu einer super Stimmung auf den Rängen, auf dem Platz. Und so haben wir das ganze Spiel mitgenommen. Und ja, und so ging es 0-0 aus. Und das war natürlich ein gutes Spiel von uns damals. Aber das war auch sehr kämpferisch. Ne? War nicht viel fußballerisch von uns, das war ein sehr kämpferisches Spiel. Naja, wie die letzten Auftritte beim HSV. Ja, Bayern hatte eine andere Aufstellung, muss man auch mal sagen. Und dann natürlich auch in den entscheidenden Momenten wahrscheinlich auch die nötige Portion Glück, dass du eben nicht so einen Handelfmeter kriegst, dass nicht so ein Tor fällt wie das 2-0, kann ein Abseits sein oder nicht, sondern dass dann eben der mal gegen Pfosten geht oder nicht reingeht. Ne? Ich fand es dramatisch, dass diese Niederlage mit einem so, in meinen Augen, strittigen oder zweifelhaften Elfmeter eingeleitet wurde. Hat Bayern München eigentlich gar nicht nötig, sag ich mal. Nee. Carsten, du als Schiedsrichter, du hast eben den Elfmeter angesprochen. Ja. War es einer oder war es keiner? Ich hab spontan gesagt, es ist Elfmeter und der Arm war weg vom Körper, das ist einfach für jeden klar ersichtlich, das war auch nicht ein Meter davor und für mich muss er den pfeifen, da hat er gar keine andere Chance. Ja. Wir haben auch gesagt, wenn er auf der anderen Seite gewesen wäre, hätten wir alle Elfer gefordert, also ich glaube, man kann diesen Elfmeter sehr gut vertreten, so bitter das auch ist, weil dieses 1-0 hat natürlich dann wieder alles aus den Fugen geschmissen, was beim HSV bis dahin funktioniert hat, leider. Aber wenn ich sehe, was danach gekommen ist, glaube ich nicht, dass das Spiel viel anders gelaufen wäre. Dann wäre es vielleicht 0-5 geworden. Also so wie Bayern heute gespielt hat und wie Robben vor allen Dingen gespielt hat, hätten die auch so ihre Tore gemacht. Da bin ich so wie das Spiel gelaufen ist. Dennis, kann man selbst aus so einem Spiel, was so mies gelaufen ist, etwas Positives noch mit nach Hause nehmen? Ja, also wenn du ein 8-0 verlierst, dann ist ja klar, dass nicht viel Positives war, aber du musst einfach das jetzt so schnell wie möglich abhaken und wie gesagt, also aus dem Spiel was Positives mitzunehmen ist natürlich schwer, aber was ich eben schon gesagt habe, man muss sich jetzt einfach auf nächste Woche konzentrieren und das ist das Wichtigste jetzt. Man soll gar nicht mehr lange an das Spiel denken, natürlich, wie wir eben auch schon gesagt haben, es wird jetzt viel in der Presse geschrieben, das wird ein paar Tage sein, aber das musst du abhaken und dich einfach aus am Wochenende auf Sonntag konzentrieren. Wie sieht es aus mit dir nächsten Sonntag? Bist du dann schon wieder so weit, dass du dabei sein könntest, dass du auch vielleicht von Anfang an dabei sein könntest? Ja, ich weiß noch nicht, wann ich ins Mannschaftstraining komme, ob ich Mittwoch, Donnerstag, Freitag, das wird natürlich dann sehr eng bis zum Wochenende. Mal gucken, also man weiß nie, wie schnell das jetzt geht, aber erstmal realistisch ist Frankfurt, also das übernächste Spiel, aber man weiß ja nie im Fußball, ne? Vielleicht mal gucken. Das ist übrigens das, Entschuldigung, ich muss mal auf die Frage davor, ob man irgendwas Positives aus dieser Niederlage mitnehmen kann. Natürlich nicht aus diesem Spiel, aber man kann das Spiel... Dass es nicht zweistellig wurde. Nein, aber man kann das Spiel im Nachhinein, kann man einige besonders negative Dinge, weil sie so deutlich sind, dass auch keiner mehr irgendeine Ausrede hat, weil... Man kennt es doch, beim 0-3 sagen alle, oh, gut gegengehalten noch teilweise und zwischen der 15 und 16 Minute haben wir gut gespielt. Und so. Da werden ja so kleine Dinge einmal rausgezogen. Jetzt hast du 0-8, das war einmal komplett von vorne bis hinten scheiße, auch wenn du vielleicht 10, 15 Minuten ganz gut gegengehalten hast am Anfang. Aber es war halt einmal komplett für die Tonne. Der Trainer hat jetzt auch die Möglichkeit, einmal sein Gerüst komplett durchzuwechseln. Also da hat er kein einziger Spieler von den 11, die angefangen haben und auch die eingewechselt wurden. Wobei, nee, stimmt nicht. Ich fand Ostscholek zum Beispiel, den fand ich ganz erfrischend, als er reinkam. Iracek fand ich auch deutlich aktiver als ein Van der Vaart. Aber es gibt halt jetzt die Möglichkeit, einmal komplett Tabula Rasa zu machen für den Trainer. Der hat alle Möglichkeiten, er hat keinen Beleidigten mehr oder es kann keiner beleidigt sein, dann, wenn er am nächsten Wochenende nicht spielt. Und der Trainer kann jetzt wirklich eine Trotzreaktion, muss er einfordern nach so einem 0-8, müssen die Spieler bringen. Wenn sie das nicht machen, das ist, ne, Dennis, das ist ja so, wenn die Spieler jetzt nicht eine Trotzreaktion zeigen am nächsten Wochenende, dann verbrennen die sich so dermaßen, dann bist du wieder in dem Trott der alten Saison. Carsten, du hast noch was Positives entdeckt, was du während des Spiels noch ausgesprochen hast. Kannst du dich erinnern, was positiv war? Ich fand, ich weiß genau, was du meinst, weil ich es gut fand, wie der Trainer signalisiert hat, dass er zur Mannschaft steht. Ich habe genug so hohe Niederlagen gesehen, wo sich die Trainer dann auf die Bank verkriechen und am besten gar nicht mehr hingucken. Zinnbauer stand vorne und hat im Grunde genommen gezeigt, ich stehe zu der Truppe und ich verstecke mich hier nicht. Das sind vielleicht Kleinigkeiten, aber ich finde das wichtig, dass er sich eben nicht da in die Ecke gesetzt hat und zur Flagge gezeigt hat. Kurz vor Schluss hatte ich den Eindruck, als wenn er kurz vorm Weinen war. Aber das lass mal unkommentiert. Nein, fandst du die Aufstellung von ihm mutig? Also
Bayern ist ja eigentlich so, dass man dann auch ein bisschen Routine reinbringt. Also wenn die Innenverteidigung so geblieben wäre, Westermann vielleicht rechts und vielleicht auch Oscholek, dem er ja auch so durch die Blume so ein bisschen während der Woche so ein Zeichen gegeben hat, dass er spielen könnte, hinten links. Das kann, also im Nachhinein kann man das natürlich leicht sagen. Ich weiß nicht, ob ein anderer Verteidiger zum Beispiel heute oder ein Defensivmann gegen Robben besser gestanden hätte und den hätte halten können. Das war für mich eigentlich so die entscheidende Position, weil der hat ja aufgezogen, unglaublich. Und ob man den mit anderen Mitteln gehalten hätte, das ist ja immer schwer zu sagen. Ich bin natürlich auch nicht so wie ihr jeden Tag beim Training und kriege das dann nicht so mit. Und ich... Vielleicht wäre es anders gewesen. Also wenn ich höre, dass Scholle sagt, oder ich habe ja Rajkovic auch gesehen, jetzt die letzten Heimspiele, wie der sich da gemausert hat, das kann ich dann auch nicht nachvollziehen. Aber ob nun Westermann auf rechts das dann besser, dadurch, dass links besser gelaufen wäre oder auch Scholle, das weiß ich nicht. Also. Ja. Scholle hat gut trainiert, muss man sagen. In der Woche hat der Trainer nochmal betont, dass es links halt offen sei, dass ich auf Scholle aufdrängen würde und das hat er gemacht. Und gut, Oscholek fand ich, hat sich dann auch, als er reinkam, hat er sich dann auch sehr gut gemacht. Allerdings notiert. Nicht mehr gegen Robben, ne? Nee, dann auch nicht mehr gegen Robben. Das war sein Glück natürlich dann auch noch, dass er da nicht mehr den Übermenschen neben sich hatte, sondern. Aber er hat sich zumindest fürs kommende Wochenende empfohlen. Also, das ist vielleicht eine positive Sache, die man daraus ziehen kann aus Oscholek, der so ein bisschen sich wieder reingespielt hat, der sich auch wieder reaktiviert hat für die Mannschaft. Dennis, wenn man erstmal so einen negativen Lauf zu fassen hat, auf dem Acker da in München, wie bei dem 2:9, da hat Pizarro 4 Tore geschossen damals. Heute war Robben so entfesselt wie damals Pizarro. Wie kann man da noch Grund reinkriegen? Geht man eigentlich unter, dass man nur den Kopf hängen lässt oder brüllt man sich an oder geht man zum Mann und sagt, jetzt reiß dich mal zusammen oder so oder wir wollen uns jetzt nochmal wehren oder was passiert da? Ja, natürlich herrscht unterschiedliche Stimmung, welche motzen rum, welche probieren auch zu bauen. Es ist ja so ein Spiel, das ist natürlich krass sowas, ne? Aber jetzt auch nochmal zum Thema Robben. Robben hat überragend gespielt, aber für Ronny war es natürlich auch schwer. Wir müssen doppeln und nur Ronny allein kann das ja auch nicht machen gegen so einen Mann. Und der hat heute überragend gespielt, das muss man ja einfach sagen. Und es war schwer für den Jungen gegen ihn. Und Aber doppeln hätte man können. Also ich weiß, dass einige Trainer in der Vergangenheit sehr wohl darauf geachtet haben, dass Robben... Ja, was der Trainer, darüber will ich mich gar nicht äußern, weil ich war die ganze Woche nicht auf dem Trainingsplatz. Ja. Ich kann nicht sagen, genau was sie vorhatten, weil ich ja... Nee, das ist auch schwer für dich. Aber du hast ja auch genug Situationen gesehen, wo Robben selbst gegen 3 Mann durchgegangen ist, oder? Ja. 5. Ja. Gegen 5. Also, ja, gut, das ist seine 16er. Art, ne? Also das ist seine Art. Das Spiel lief genau so lange gut für den HSV, wie sie hinten links tatsächlich auch mit Heiko Westermann teilweise, der ist da auf links rausgerückt dann und hat mitgedoppelt. Da haben sie es noch gemacht, so die ersten paar Minuten. Und da haben sie es auch einigermaßen noch im Griff gehabt. Aber dass das niemals 90 Minuten hält, sowas, ist doch auch klar. Und das ist halt das, was ich so hoffnungslos fand, vorher schon. Ja. Wenn du weißt, dass da, wenn der einen guten Tag hat, dann hast du keine Chance. Und er hatte einen guten Tag. Und das hast du relativ schnell gemerkt. Ja. So, und dann kam der Elber dazu. Man hat ja auch gesehen, natürlich hatte Selbstbewusstsein, wie er dann gespielt hat. Ne? Und die Körpersprache, die er auch hatte, muss man auch dazu sagen. Und wir heben hier einen Robben raus aus einer Mannschaft, wo dann noch ein Götze überragend gespielt hat. Ein Thomas Müller ist, der sowieso immer was macht. Also, ja, das stimmt. Also, du kannst da auch nicht. Das ist nicht HSV. Das ist eine andere Liga. Ne, 2 Ligen drüber. Ja, aber muss man sich dann nicht, Carsten, erst recht, wenn da 2 oder 3 Ligen dazwischen sind, um diesen HSV sorgen? Ja, aber ich meine, die Sorgen machen wir uns auch jetzt schon seit Jahren. Dass im Grunde genommen ja wir immer sehen und mit Erwartung in die Saison gehen und immer wieder enttäuscht werden und es geht wieder gegen Abstieg. Und dieses Jahr hat man ja nun wirklich absolut die Hoffnung gehabt, es wird wieder ein bisschen besser. Jetzt muss man wieder Angst haben, jetzt muss man gucken, jetzt ist ja nicht nur Gladbach, dann glaube ich Dortmund und Frankfurt, das sind ja, oder erst Frankfurt, dann Dortmund, da kannst du ja theoretisch jetzt auch mal die nächsten 3 Spielen auch nochmal verlieren, das sind ja keine Gegner, gegen die man unbedingt gewinnen muss. Natürlich muss man sich da Angst machen, das ist die Enttäuschung, dass es nicht vorangeht, dass man immer denkt, es passiert was, die Führung wird ausgetauscht, es kommen neue Spieler und noch wieder neue Spieler und noch wieder neue Spieler, aber so dieser, dass man so mal so kontinuierlich, jetzt hat man sich gefreut, dass man 2 Siege ineinander hat, das ist ja eigentlich nichts Besonderes,
aber dass es mal so ein bisschen weitergeht, dass man mal so ein bisschen Ruhe einkehrt, das wünschen sich ja alle Hamburger. Das ist einfach schade, dass es nicht passiert. Schalle, was passiert da im Internet? Du hast vorhin so eine nette Trainerdiskussion. Ja, es relativiert sich ja jetzt hier gerade so ein bisschen wieder, was den Trainer betrifft. Das ist auch zu einfach, nach einem Bayern-Spiel den Trainer zur Debatte zu stellen, finde ich auch wieder Quatsch. Man kann die Entscheidung, die er getroffen hat heute da mit der in Sachen Aufstellung, die kann man diskutieren, finde ich auch. Haben wir ja vorher auch gemacht, bevor das erste Tor gefallen ist für Bayern. Aber nach diesem Spiel jetzt irgendwie einen Schluss zu ziehen in Sachen Trainern. Aber kam ein netter Hinweis, mit wem man jetzt erst versuchen sollte. Ja, mit Lothar Matthäus und Stefan Effenberg als Co-Trainer. Also ich meine, man weiß ja auch, wie gut die beiden sich verstehen. Also das würde natürlich super funktionieren. Ja. Wir in Hamburg, da kann Dennis jetzt schlecht was zu sagen, haben eigentlich gemutmaßt, auch die große Zeitung mit den vier Buchstaben hat gemutmaßt heute, dass Raphael van der Vaart nicht zum Einsatz kommen würde. Er hat wieder gespielt. Offensichtlich ist es so, dass Joe Zinnbauer seinem Kapitän die Stange hält. Richtig oder nicht richtig? Ich finde, wenn du mit ihm in die Saison gehst, dann musst du ihn auch spielen lassen. Also und van der Vaart ist immer noch ein Name. Van der Vaart macht wenigstens die Standards rein. Der verwandelt wenigstens Elfmeter. Und ich finde es dann auch genauso richtig, ihn dann, wenn das nicht läuft, rauszunehmen. Das hat er heute vielleicht ein bisschen spät gemacht. Vielleicht hätte er ihn zur Halbzeit rausnehmen können, müssen, weiß ich nicht. Aber da bin ich eigentlich auch so eher konservativ. Also so ein Kapitän von Bord zu holen, das würde ich so als letztes machen. Das Spiel ist dafür überhaupt für den Van der Vaart heute überhaupt nicht geeignet gewesen. Also von vornherein nicht. Insofern hätte ich schon gedacht, dass es nur logisch wäre, ihn nicht spielen zu lassen. Weil Diaz wollte er unbedingt spielen lassen, der muss ja auch reinkommen. Der braucht auch ein bisschen Spiele natürlich, um sich hier einzufinden. Der war auch vorher nicht schlecht. Aber in Van der Vaart hast du gesehen, einfach, selbst wenn er einen Ball gewonnen hat, hat er ihn wieder verloren, weil er einfach, die Bewegung ist dafür zu langsam. Er hat den guten Pass, den hat er vielleicht nochmal irgendwann. Aber in so einem Spiel kommst du nicht in diese Situation. Und das ist halt einfach der Fall gewesen heute. Deswegen hätte ich da, auch so wie Jiracek aufgetreten ist, als er reingekommen ist, so ein bisschen aggressiver, ein bisschen schneller und einfach halt defensiver auch orientiert, hätte dem HSV deutlich besser getan heute. Die letzten Spiele, Dennis, hat der HSV ja eigentlich hinten drin gestanden und hat massiv verteidigt und dann versucht, nach vorne zu spielen, heute auf eine Spitze. Heute waren Rudnevs und Olic davor, solange wie Olic noch fit war. Hat sich das überrascht ein wenig? Also ich würde nie was über jetzt Spieler sagen oder über eine Trainerentscheidung, deswegen darüber heute mit mir nicht reden. Da kannst du Scholle fragen oder Carsten, aber darüber rede ich nicht. Ne? Das ist, ob du überrascht warst, hättest du ja sagen können. Ne? Also sind wir überrascht gerne mal, oder? Ich sag dazu nichts. Also sagt er selbst, Zinnbauer. Ja, ich weiß, ich weiß nicht, wie die Woche trainiert haben. Ich war nur drin, ich habe von nichts mitgekriegt, was draußen abging. Natürlich mal vom Reden, so mit den Jungs. Aber ich weiß nicht groß, natürlich, was trainiert worden ist, dadurch, dass ich nur im Kraftraum war und da mein Programm gemacht habe. Ne? Also Olic und will ich dazu nichts groß sagen. Ja, es wäre auch schwer. Die eigene Mannschaft. Nee, das sollst du ja auch. Du sollst ja niemanden in die Pfanne hauen, auch deinen Club nicht in die. Aber du hättest ja sagen, ob du überrascht gewesen bist, weil ausgerechnet bei den Bayern ist ja eigentlich mutig vom ja, Trainer. Aber man hat es ja auch gesehen, wie Bayern in Wolfsburg gespielt hat, da auch mit zwei schnellen oder Außen gerade. Und Olic und Rudnevs sind auch zwei schnelle Leute, ne? Ja. Also deswegen. Bei der Gelegenheit, bevor ich es wieder vergesse, möchte ich dir ganz ausdrücklich danken, dass du hier heute bist. Ihr wart schon mal bei der Weltmeisterschaft ein Team hier bei Mats Ab. Und ich möchte mich beim HSV bedanken. Da hat Scholle dich losgeeist. Also es ist nicht so, dass wir dich anfragen und du kommst. Das muss schon beim HSV genehmigt werden. Und darüber muss man sagen, sind wir sehr froh und bedanken uns explizit an dieser Stelle mal. Das ist schon toll. Ne? Also na gut, niemand konnte wissen, dass es mit 0-8 endet. Was ist denn eigentlich mit Olic gewesen? Ist er ausgewechselt worden? Er hat vorher angezeigt selbst. Also eine Zerrung, war zu sehen, irgendwas würde er haben. Ja. Ich habe nachgefragt, aber leider noch keine Aber das Antwort. Ist natürlich auch eine absolute Schwächung gewesen. Das muss man ja auch mal bedenken. Ne? Also in dieser Mannschaft ist der für mich jetzt ein ganz wichtiger Faktor. Und den jetzt nach 24, oder wann ist er ausgewechselt worden? Nach 24 Minuten, genau. Zu verlieren, das darf man ja auch nicht vergessen. Also das ist natürlich auch dann in der Abfolge so einige bittere Geschichten. Eindeutig. Diese schnellen, frühen Tore.
könnte ja auch im Hinblick auf Sonntag noch ganz eng werden. Ne? Also, dass er wieder fit werden könnte oder sollte. Zumal nach vorne. Also, du hast gesagt, Scholle Rudnefs hat gut trainiert diese Woche. Das stimmt. Trotzdem, es kommt ja nicht viel nach vorne. Immer noch nicht, ne? Nein, aber wenn was nach vorne kam, dann mit ihm halt. Ne? Also, er war, glaube ich, die Einzelne. Nee, Müller hatte auch einen Torschuss, wenn ich mich nicht ganz irre. Ja. Aber ansonsten macht er auch das Abseitstor. Also, ja. Gut, es ist ja auch ein undankbares Spiel für jeden Stürmer. Das ist eigentlich ein Spiel, wo du eine Szene vielleicht hast oder zwei, wenn es gut läuft für dich. So, und er hatte diese ein, zwei Szenen, einen macht er rein, da war es vorher abseits. So, also ja, ich würde ihn an diesem Spiel genauso wenig messen wie den Trainer, muss ich ehrlich sagen. Weil das ist nicht das Spiel für den Stürmer. Also den Trainer muss ich an dieser Stelle extra nochmal aus der Schusslinie nehmen, muss ich sagen. Joe Zinnbauer hat es schon geschafft, diese Mannschaft ins Laufen zu bringen und auch wieder Leben einzuhauchen, mehr Leben einzuhauchen. Und deswegen würde ich nie nach einem 0-8 bei den Bayern seinen Kopf fordern wollen, sondern ihm den Rücken stärken und ihm zurufen eigentlich. Wir können es uns ja leichter machen. Wir können dieses Bayern-Spiel eigentlich jetzt erstmal für die nächsten Jahre rausnehmen und immer sagen, pass mal auf, das ist ein Spiel, das gewinnst du nicht. Und an dem Spiel misst du keinen, aber du misst die Mannschaft an der Reaktion. Also die Mannschaft und den Trainer an dem, was jetzt nächstes Wochenende passiert. So, das würde ich schon sagen, weil wenn du da wirklich dann die richtigen Schlüsse ziehst und am nächsten Wochenende die richtige Reaktion zeigst, dann zeigst du ja zumindest, dass diese Mannschaft fähig ist, mit solchen Dingen umzugehen. Dennis, du weißt ja, wie das nach so einem Debakel dann weitergeht, 2-9. Du hast es damals mitgemacht. Und wie schnell fängt man sich als Mannschaft dann? Oder kann man versuchen, als Mannschaft auch wieder sich zusammen zu raufen und vielleicht ohne den Trainer mal sprechen, was schiefgelaufen ist? Erstmal, die Nacht danach ist natürlich schwer, wenn du schlafen willst. Ist das Spiel die ganze Zeit in deinen Gedanken, kannst du kaum schlafen. Und dann der nächste Tag ist natürlich auch noch sehr hart, wenn du wieder zum Training kommst. Ne? Aber dann musst du probieren, wenn man einen freien Tag zum Beispiel hat, dann erstmal komplett abzuschalten und dann einen Tag später wieder voll beim Training da zu sein und sich aufs nächste Ziel konzentrieren. Und das ist dann mit einem Sieg gegen Gladbach. Ich habe gerade eben die Nachricht reinbekommen, dass Olic muskuläre Probleme am rechten Oberschenkel hat, dass er deswegen ausgewechselt wurde. Ja, kann man nur hoffen, dass es kein Riss ist. Ne? Also mir tat Carsten, weiß nicht, wie es dir ging, Jaroslav Dropny, ein bisschen sehr leid, muss ich sagen, weil der hat bisher in dieser Saison sehr, sehr gute Spiele gezeigt, war der drittbeste Torwart, wie die Kollegen der Bild-Zeitung festgestellt haben, der Liga, und heute 8 Dinger, war er schuldlos an jedem. Ja, also ich würde da an ihm nun überhaupt nichts festmachen und den Elfmeter kannst du halten gegen Hannover, aber den nicht zu halten, ist eigentlich das Normale. Und ich glaube, er hat gehalten, was man halten konnte. Wenn er den Schuss, war das 2-0 dann, den er zur Seite ab... Das war 3-0. Das war 2-0, wo er prallen lässt und Götze dann schneller ist. Ja gut, ja. Ich meine, da sind ja auch irgendwo mal Abwehrspieler dann gefragt. Da hat Götze am schnellsten geschaltet. Den hat er noch super rausgekratzt. Also da würde ich nun bei Dropny auch nicht anfangen. Nur weil ich mich vorhin schon geärgert habe, aber dann dieses Tor aufs kurze Eck von Robben, wo er nun relativ in der 47. sind das 4-0. So, wo dann der selbsternannte Robben unter den Sportjournalisten dann der Meinung war, dass es ein Torwartfehler war. Robben ist im Grunde genommen völlig frei. Machst du ihm die lange Ecke auf, machst du ihm die kurze, du musst doch irgendwo stehen. So, Er hat sicherlich die kurze Ecke rein. Er hat sicherlich mit dem Schuss in die lange Ecke gerechnet. Lange Ecke, gut, aber da kannst du doch keinem Torwart eine Schuld geben. Der hatte noch 3-4 sensationelle Reflexe dabei, wenn ich an den Überschuss denke. Oder wie er den Fuß noch rausgeht. Also bitte, da würde ich jetzt überhaupt gar nicht erst anfangen. Also das ist das Letzte. Noch nach dem Trainer. Lange nach dem Trainer. Scholle, was können die Verantwortlichen des HSV jetzt tun? Also nicht nur der Trainer. Also müssen die sich näher an die Mannschaft jetzt gruppieren und mit den Spielern Einzelgespräche führen? Oder was können die machen, damit sich diese Truppe nicht zu sehr allein gelassen gefühlt? Also ehrlich gesagt, würde ich es als Spieler für sehr nett erachten, wenn die nicht jetzt auf einmal noch näher rücken, weil das wäre komisch. Das würde mir aktionistisch rüberkommen, weil
ich bin der Meinung, dass jetzt die Reaktion aus dem Innern kommen muss. Das heißt, aus der Mannschaft, mit dem Trainerstab natürlich in Verbindung, ist klar. Aber da brauche ich jetzt keinen Peter Knebel in der Kabine oder den Manager, der dann mir erzählt, komm, mach weiter, ist alles toll. Oder eigentlich warst du gar nicht so schlecht. Oder doch, du warst schlecht und machst jetzt besser bitte. Und sonst ist dein Vertrag in Gefahr und so. Also ich glaube, dass das nicht der richtige Moment ist jetzt, um sowas zu machen. Außerdem muss man dazu sagen, dass ein Peter Knebel und auch ein Bernhard Peters und auch ein Didi Beiersdorfer, ich glaube, diese Woche waren sie 2 oder 3 Mal am Trainingsplatz, also direkt dran, haben zugeguckt. So, ich finde, das ist nah genug. Was sollen die jetzt noch? Die müssen Zinnbauer auch nicht in sein Handwerk pfuschen jetzt. Also man misst Zinnbauer an dem, was er entscheidet und macht. Dann muss man ihnen aber auch die Entscheidung übergeben. Also muss er es auch selber hinkriegen dürfen. Wie sehr, Carsten... Warte mal, ganz kurz, schön, ja. Dieter. Ist das für dich wichtig, dass jetzt Leute aus dem Umfeld, wäre dir das wichtig, dass die jetzt auch noch dazukommen, dass man noch mal eher mehr Leute hat, mit denen man drüber spricht? Du hast deine Mannschaft, das Trainerteam, das Betreuerteam, das alles drum, um dann die einfach jeden Tag zusammen sind. Ne? Da wird das geklärt und nicht genau. Was. Und so ist das. Aber wie gesagt, also jetzt immer sagen, näher zusammenrücken, das wird dann ja immer gefordert. Ne? Das nach einem schlechten Spiel oder so. Oder es ist kein Teamgeist, was ich hier schon alles gehört habe. Das ist keine Mannschaft. So viele Sachen werden dann natürlich immer gesagt. Das ist immer leicht von außen, das zu sagen. Aber ja, so ist das halt im Fußballgeschäft, ne? Ja, da ist der HSV bestimmt auch kein Einzelfall, Dennis. Das muss man mal sagen. Nee, stimmt. Das wird schnell bei anderen Vereinen, die unten drin stehen oder keinen Erfolg haben, auch schnell mal gemutmaßt. Ne? Ich wollte dich fragen, Carsten, wie sehr fehlen dir die solche Stammkräfte wie Berami und Holpi und Lasogga, und machen die eigentlich Mut für die nächsten Wochen, wenn die wiederkommen sollten? Also was ich vermisse, wenn ich den HSV sehe, das sind eigentlich ja die Leute, die so ein bisschen, wo ich sage, der marschiert voran. Das ist so ein Leader auf dem Platz, so, wo ich einfach sage, da orientieren sich alle dran, der staucht die nochmal zusammen, der marschiert, der macht auch mal irgendwas, was Sensationelles, alleine nach vorne. So, wenn ich mir vorstelle, dass ein Lasogga mal eine Vorbereitung durchtrainieren würde und dann auch die Kraft hätte, dann vernünftig zu spielen, dann wäre das vielleicht einer, der die nach vorne peitscht, wie in der Schlussphase der letzten Serie. Aber wenn der aus meiner fernen Sicht nun wieder auch in der Rückrunde keine vernünftige Vorbereitung hat und immer mit Verletzungen zu kämpfen hat und ihm die Kraft fehlt, dann habe ich da wenig Hoffnung. Dann habe ich eher Hoffnung, dass ein Holtby irgendwann nochmal zu Kräften kommt. Und dann muss man abwarten. Aber das wird alles im März, Mitte März, ja, Ende März. Deswegen, für diese Serie ist das für mich schon wieder so, dieses Kampf gegen den Abstieg nach oben, passiert da nicht mehr viel. Und insofern habe ich da keine großen Hoffnungen. Okay, Scholle, jetzt ist es an dir, den Tipp abzufragen für den nächsten Sonntag, und dann beenden wir das. Ja, quälen wir uns nicht länger. Hier, genau. Und die Zuschauer. Bevor wir... Ja, fangen wir bei Carsten mal an. Was glaubst du denn? Am nächsten Sonntag zu Hause gegen Borussia Mönchengladbach. Heute 1-0 gewonnen noch? Gladbach hat jetzt glaube ich, in der Rückrunde immer nur dreimal 1-0 gewonnen, einmal 0-1 verloren. Und eigentlich müssen sie jetzt nochmal 0-1 verlieren. Das wird mir auch reichen. Dennis? 1-0 für uns. 1-0. Wer macht das Tor? Da müssen wir mal gucken. Wer Huten ist auf Flanke Dickenmeier, oder? Ja, das wäre natürlich überragend. Ne? Egal, mir wird es auch reichen. 1-0. 1-0, ja. Na gut. Also... Mir würde auch nach einem 0-8 würde mir schon ein 0-0 gegen Borussia Mönchengladbach reichen. Eine gute Reaktion. Also, ja. Auf jeden Fall eine gute Reaktion. Auf jeden Fall. Okay. Ist notwendig. So, wir sind am Ende. Ich danke euch für eure Geduld. Ich danke euch vor allen Dingen für eure Geduld. Es war ein harter Gang hier. Also ich kann mich nicht erinnern, Dennis, wirklich, dass wir hier mal einen Gast sitzen hatten, der so nah an dieser Mannschaft ist und dann ein solches Debakel miterleben muss, und dass es für dich ganz, ganz schwer war, hier etwas zu sagen, das sieht jeder ein, also, und ich danke dir trotzdem, dass du dabei gewesen bist, und ich wünsche dir alles Gute, dass du schnell wieder auf die Beine kommst und dieser Mannschaft auch helfen kannst. Damit Carsten, haben wir übrigens das dir einzig natürlich Positive. Auch vielen, vielen Dank. Bei Dennis haben wir das einzig Positive für ihn. Er ist jetzt nicht mehr Mitglied der Mannschaft gewesen, der Startelf, die höchste Bundesliga-Niederlage eingefahren hat. Ja. Das wurde heute leider mit dem 0-8 eingestellt. Also, doch noch etwas Positives zum Abschluss. Okay. Und ich wünsche euch ein schönes Wochenende. Wer es sich
nicht mit Fußball schön machen möchte und weit weg sein soll, der oder will, der könnte sich wirklich um Karneval kümmern und still vor sich hinsetzen, hin oder hin singen, zieht den Bayern die Lederhose aus beim nächsten Mal. Gute Nacht.